Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist Montag und ich hatte mir vorgenommen, mal einen Vlog hier zu Hause zu drehen in Deutschland. Ich hoffe, es gefällt euch. Wahrscheinlich wird er wieder ein bisschen länger werden, aber ihr habt mir ja fleißig geschrieben, dass euch das nichts ausmacht und dass ihr denn mir gerne zuhört. Genau, jetzt wieder irgendwas, genau, die Fernbedienung ist runtergefallen. Wie gesagt, ich muss noch ein bisschen wieder reinkommen ins Vloggen und ins flüssige Sprechen, aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. Eigentlich ist heute kein guter Tag, um zu starten. Ich habe nämlich Kopfschmerzen, muss ich leider sagen. Man sieht es mir wahrscheinlich auch an. Die Leute, die mich kennen, wissen, wie ich aussehe, wenn ich irgendwo Aua habe. Aber ich habe das in letzter Zeit öfters. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich zu viel auf meinen Zähnen beiße. Also ich bin ja so ein Beißer, wenn ich Stress habe oder ähnliches, beiße ich sehr viel. Das ist aber jetzt nicht unbedingt Stress, der mit irgendwelchen Problemen behaftet sein muss, sondern eigentlich ist es auch, wenn ich Fernsehen gucke und mich darauf konzentriere und mich so richtig rein fuchse in das Programm, auch dann erwische ich mich, dass ich beiße. Also, so. Ja, nicht ganz so schlimm, aber ich beiße halt. Ich knirsche nicht, aber ich beiße. Das hat auch zur Folge, dass schon hier so die Zähne so ein bisschen abgeschliffen sind. Ich muss eigentlich eine Schiene tragen, aber ihr kennt das ja, bevor ich zum Arzt gehe und mir da irgendeine Schiene verschreiben muss. Und auch die Schiene, die muss man ja reinigen, man muss sie immer drin haben. Also ich weiß ja nicht, wahrscheinlich wird das aber in Zukunft der Fall sein müssen, weil ich leider verstärkt Kopfschmerzen habe. Naja, schauen wir mal. Das soll nicht euer Problem sein. Ich wollte euch auf jeden Fall jetzt erst einmal, es ist 9:25 Uhr, und mich bei euch gemeldet haben. Ja, so eine tolle Küche wie in Hamburg habe ich jetzt nicht, wo ich euch jetzt vor meinem Fenster begrüßen kann. Hier ist alles ein bisschen kleiner gehalten. Vor allen Dingen ist in unserem Haus hier die Küche sehr klein. Wir hatten eigentlich vor, die Küche in ein größeres Zimmer zu ja, sozusagen umzubauen. Ja, dann haben wir aber tatsächlich eine ganze andere Reihe von Dingen gehabt, die wir erledigen mussten. Mein Mann hat keine Zeit gehabt und auch die Söhne, die haben alle tierisch viel zu tun. Klar, jeder arbeitet, klar, jeder hat viel zu tun. Und ich allein, ich kann schon viel, aber eine Küche jetzt umbauen ins andere Zimmer erfordert doch ein bisschen Geschick. Wir wollen nämlich keine 0815 Küche aus dem Geschäft kaufen, sondern wir wollen sie selber machen. Also wollen Holz kaufen und wollen das alles selber in dem Zimmer einrichten. Und da haben wir noch keine Zeit zu gehabt. Überhaupt nicht. Also wirklich nicht mal ansatzweise. Insofern, ich gucke jetzt immer dahin, weil ich rede von der Küche. Mein Blick geht in die Küche. Insofern haben wir uns dann erstmal entschlossen, die alte Küche, die hier drin war, zu restaurieren. Wir haben eigentlich nicht restauriert, sondern einfach nur gemalt. Und auch das hat schon wirklich 2, 3 Tage gedauert, weil wir wirklich die Küche hat zu ritzen. Ich zeige euch das vielleicht irgendwann mal. Und dann musste man sorgfältig malen. Wir haben auch 2 Farben gemacht. Wir haben also so ein Silbergrau genommen und dann dazwischen cremefarben gestrichen. Sieht jetzt sehr schön aus. Dann hatten wir noch 2, 3 andere Schränke von meinem Sohn. Der ist nämlich auch umgezogen und seine alte Küche hat er mitgemacht. Ich muss mich, ne? So sieht es auf jeden Fall besser aus. Im letzten Video ist mir aufgefallen, dass ich immer sehr nah an mein Gesicht halte. Wie gesagt, das wird schon alles noch. Genau. Und es war ja auch diese Zeit, wo man nicht in die Märkte gehen konnte, um Möbel zu kaufen. Da haben wir auch viel hier selber gemacht. Das hat auch viel Zeit in Anspruch genommen. Genau. Aber inzwischen sind wir soweit zufrieden und muss auch nie alles neu sein. Wir sind jetzt erstmal hier drinnen und wir sind ja auch nur vorübergehend, beziehungsweise im Moment ja eigentlich gar nicht hier in Deutschland. Wollten wir ja eigentlich gar nicht im Moment und insofern passt das alles, bis wir wissen, wie es so ein bisschen mit uns weitergeht. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich jetzt nicht mehr diese schöne Küche habe, sondern eher eine ganz kleine. Deswegen das Intro auch nicht mehr so vorm Küchenfenster machen kann, wahrscheinlich. Also ich schaue mal, eigentlich ist da auch immer noch das beste Licht. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier sein wird. Aber ich glaube, jetzt hier so am frühen Morgen geht es ganz gut. Genau, ich sehe jetzt hier wieder eine Fliege im Sommer. Also bevor ich in die Türkei gefahren bin, waren hier richtig viel Fliegen. Wir wohnen ja auf dem Dorf. Aber ich glaube, wir hatten auch in Hamburg schon ein großes Problem damit. Aber seit ich wieder da bin, fliegt hier nur so vereinzelt noch was rum. Ich glaube, das kalte Wetter, was wir hier haben, gefällt den Fliegen auch nicht so gut. Genau, bei uns steht aber heute gar nichts an. Also erwartet jetzt hier nicht voll Action. Die Family, die noch hier ist, war gestern, entschuldigt bitte, vollständig hier.
haben uns besucht, haben alles, ja, wir haben alles durchgesprochen, was so zu besprechen ist. Es ist ja eine Riesenfamilie immer wirklich ganz viel, was da wichtig ist, auch entschieden wird. Mich fragt mich immer, was da immer noch immer wieder drauf auf zukommt, dass man da immer wieder Entscheidungen treffen muss. Also es ist wirklich Wahnsinn. Genau, aber soweit haben wir alles in die Wege geleitet. Ich war jetzt auch länger nicht da. Und obwohl sie ja schon fast alle volljährig sind, bis auf einer, hat man da natürlich immer eine Menge Dinge zu besprechen noch. Obwohl ja eigentlich alles auch. Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt ein bisschen mich hier nochmal ausruhen. Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Jetzt habe ich schon wieder eine Stunde ein Video vollgequasselt. Ne? Wie lange rede ich jetzt schon? Schon wieder 5 Minuten, Wahnsinn. Ich habe mir jetzt hier einen Kaffee gemacht. Ich mache ihn mir immer aus meiner großen Maschine, die ihr noch aus Hamburg kennt. Einfach nur diesen Kaffeecremer im Moment. Ich habe mir nämlich in der Türkei angewöhnt, weil da habe ich diese Maschine nicht, Kaffee zu trinken ohne Milch. Ist jetzt nicht so, dass ich da irgendeine Veränderung verspürt habe, aber ich fühle mich so ein bisschen besser. Also ich weiß auch nicht, woran es liegen könnte, ob es tatsächlich an der Milch. Ich fühle mich auch ein bisschen fitter. Deswegen habe ich mir wieder vorgenommen, Leute, hier keine Milch zu trinken. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte, aber im Moment drücke ich immer nur auf Kaffeecreme und damit komme ich ganz gut zurecht. Muss mich immer zurückhalten. Ich hatte hier einmal ein Cappuccino mir gemacht, als ich neu gekommen, also ne, weiß nicht, gestern oder was war das? Und dann habe ich, der hat mir nicht geschmeckt und das war natürlich schon mal so ein Zeichen. Okay, dann lass das doch. Wenn es dir eh nicht so gut schmeckt, gewöhn dich nicht wieder dran. Jetzt trinke ich immer Kaffeecreme. Ja, und dann gucke ich mal ein, zwei Videos an, ruhe mich ein bisschen aus. Ich habe wirklich einen dicken Schädel und dann gucke ich mal, ob ich nochmal mit Miley in den Wald gehe. Um das tut mir immer ganz gut, wenn man Kopfschmerzen hat. So, mal sehen, was, wie gesagt, es passiert nicht viel. Mal schauen, was ich euch so zeige. Vielleicht mache ich auch 2 Tage oder 3, je nachdem, wie voll ich dieses Video bekomme. Also erstmal ganz viel Spaß bei meinem Vlog. Ich habe noch eine andere Funktion, deswegen gucke ich hier gerade so in die Kamera. Man kann auch, wenn man auf Foto klickt und so nach oben schiebt, kann man auch aufnehmen. Werde jetzt gerade mal die Kameraeinstellung in dieser Position ausprobieren. Nee, was ich noch sagen wollte, habe ich jetzt fast wieder vergessen. Eigentlich wollte ich euch irgendwas erzählen. Einen Moment, was waren das noch? Genau, ich wollte noch was mit den Zecken erzählen. Ich hatte da nämlich schon mal ein Video drüber gemacht, aber das glaube ich gar nicht hochgeladen. Ich habe nämlich, als wir hier aufs, also bevor wir in die Türkei gegangen sind, sind wir ja hier aufs Dorf gezogen. Und da hatte ich ein großes Problem mit Miley und mit den Zecken. Also ihr wisst ja vielleicht, dass in Deutschland, aber es interessieren nicht die Leute, ne, die keine Hunde haben, aber ich erzähle es trotzdem. Ich hatte ein großes Problem, also weil in Hamburg, als wir in Hamburg gewohnt haben, hat sie eigentlich nie eine Zecke gehabt. Also ich war immer erstaunt, wie so andere Hundebesitzer immer Zecken rausholen müssen, ich nicht. Aber seit wir hier lebten und der Frühjahr begann, haben wir hier mit Miley, also wirklich, die hat jeden Tag mindestens 3, 4 Zecken gehabt, die ich dann da rauspulen musste. Und das war natürlich nicht so angenehm. Dann habe ich in Hamburg ja immer so ein Spot-on gemacht, da erinnert ihr euch sicherlich. Das hat ja immer ganz gut geholfen, vor allen Dingen auch gegen Flöhe. Also da sie die Zecken hatte in Hamburg, hab ich das auch hauptsächlich gegen Flöhe gemacht. Und das hilft ja gegen beides, gegen Flöhe und Zecken. Und hier hatte ich eine neue Tierärztin und wollte wieder den Spot-on haben. Da sagte sie aber, sie würde die 3 Monats-Tabletten sozusagen empfehlen. Die habe ich mir dann hab ich mir geholt und habe ihr das gegeben. Das ist so eine Kautablette, die sie auch sehr gut frisst. Also ne, ich habe das in so eine Wurst reingesteckt. Kennt ihr ja, ich habe euch schon öfters gezeigt, wie ich auch dieses Wurmmittel Miley verabreicht habe, was sie natürlich auch bekommen hat. Das ist jetzt aber auch schon wieder länger her. Naja, jedenfalls habe ich diese 3 Monats-Gedöns habe ich ihr gegeben. Sie hat es auch ohne Probleme geschluckt. Und dann merkte ich so eine Woche gar nichts, aber mir ist gar nicht aufgefallen, dass sie weiter Zecken gebissen haben. Das ist ja auch der Sinn sozusagen bei den Spot-ons. Es ist ja so, dass die Zecken gar nicht erst rankommen durch den Geruch, den der Hund absondert. Hält aber auch nur 1 Monat. Und bei diesen 3-Monats-Tabletten ist es so, dass die eben 3 Monate halten, was ja schon gut ist. Und dann hat sie immer nicht dieses ölige Zeug im Nacken. Was ich eigentlich ganz gut fand, nur so richtig beschäftigt, habe ich mich mit der Wirkungsweise vorher nicht. Bei diesen 3-Monats-Dingern ist es nämlich so, dass die Zecken trotzdem beißen.
und dann abfallen tot. Also so innerhalb der ersten 12 Stunden. Sie beißen quasi und fallen dann tot ab. Und da ich mich damit nicht so doll beschäftigt habe, sondern dachte eigentlich, dass jetzt gar keine Zecken mehr beißen, bemerkte ich, dass Miley sich immer öfters kratzt an den verschiedensten Stellen am Körper. Und einmal, also das war so nach dem zweiten, dritten Biss, bemerkte ich dann, dass die Zecke auch in der Haut blieb. Also in der Zwischenzeit habe ich mir natürlich durchgelesen, wieso da trotzdem Zecken beißen, obwohl sie ja gar nicht, obwohl sie ja, ne, obwohl sie ja quasi sozusagen das Medikament hatte. Und ich dachte, dass ja auch gar keine Zecken dann mehr kommen. Habe ich mich damit beschäftigt. Also es ist tatsächlich so, die Zecken beißen und fallen dann tot ab innerhalb der ersten 12 Stunden sozusagen. Aber das gefällt mir eigentlich nicht so gut, weil ich natürlich nicht möchte, dass überhaupt Zecken beißen. Naja, jedenfalls werden die auch nicht so dick. Also sie beißen und werden gar nicht so dick, wie sie sonst werden, so voll Blut, sondern sie fallen dann irgendwie tot, findest du dann ab und zu so tote Zecken im Fell. Einmal hat sich das aber schon ziemlich am Anfang dann entzündet und Miley kratzt und beißt und dann hat sie sich, und dann war das auch wund und dann habe ich versucht, so ein bisschen die tote Zecke da rauszupulen. Ist zum Glück auch nichts passiert. Ich habe desinfiziert und habe das auch so ein bisschen, ich habe ja ein paar Instrumente hier. Das ging ganz gut. Es war auch alles gut. Das ging am nächsten Tag, war es schon sehr viel besser. Sie hat dann noch nicht mehr gekratzt und das war alles gut, nur das ist ja doof. Also, ich würde jetzt weiterhin den Spot-On benutzen. Das wollte ich euch eigentlich nur ganz kurz erzählen mit meinen Problemen hier auf dem Land, weil in Hamburg hatte ich das ja wirklich gar nicht. Naja, aber inzwischen hat sich das so ein bisschen gebessert. Das war aber nur im Frühjahr. Jetzt wird sie kaum noch gebissen. Ein Glück. Aber jetzt ist auch wieder Zeit, dass ich die 3 Monate sind, glaube ich, schon fast um. Ich meine, noch so 1, 2 Wochen, dann muss ich wieder ran. Aber dann werde ich auf jeden Fall wieder ein Spot-On machen. Das ist mir angenehmer. Ja, wer hat die Dinger schon gerne am Hund, ne? Naja, egal. So, ich bin jetzt in meiner Küche. Ihr seht das so ein bisschen. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen Frühstück machen. Meine Kopfschmerzen haben sich leider gar nicht verbessert, obwohl ich jetzt schon 3, 4 Kaffee getrunken habe. Ich hatte gehofft, mit Kaffee wird das ja manchmal auch ein bisschen besser. Hat sich leider nicht verbessert. Jetzt werde ich ein bisschen Frühstück machen für mich und meine Tochter. Und dann schauen wir mal weiter, wie es mir dann geht. Ja, ansonsten dürfte die Uhrzeit ungefähr 22:30 anzeigen, Schimdi. Und Şimdi, ich bin auch ein bisschen dabei, dass mir ein paar türkische Worte mit reinrutschen. Bitte entschuldigt. Und dann, ja, mehr wird aber auch nicht so viel nicht passieren. Ich gehe dann mit Mali nochmal im Wald, habe ich mir vorgenommen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es meinem Dötz dann geht. Bin jetzt hier in meinem Esszimmer gelandet, habe ein bisschen Wäsche aufgehängt, wie ihr seht, weil draußen regnet es. Normalerweise hänge ich die immer draußen in meinem oder draußen vor meinem Haus auf. Dort ist nämlich so eine Art, ja, ich habe da Wäsche unter so einem, ja, so einer provisorischen Garage, habe ich da Wäsche, so Wäscheleinen aufgehängt und dann, wenn die Sonne schön scheint, dann klappt das immer ganz gut. Leider regnet es jetzt und das Dach ist nicht ganz dicht. Insofern muss ich sie, wenn es regnet, drinnen aufhängen und mein Wäscheständer ist oben. Da schläft aber meine Tochter, glaube ich, oder zumindest ist sie noch nicht runtergekommen. Deswegen lasse ich das. Habe sie erstmal hier aufgehängt. Hier wollte ich übrigens die Küche reinbauen. Das Bild kennt ihr ja bestimmt noch aus meiner alten Wohnstätte sozusagen. Ja, hier habe ich jetzt aber erstmal 2 Tische hingestellt und hier so ein bisschen, ja, so ein bisschen Deko habe ich hingemacht. Das hatte ich mal vor ein paar Wochen selber gebaut, dass man da so ein bisschen Ablagefläche hat. Ja, habe ich selber gemacht wollte. Genau, hier wollte ich eigentlich meine Küche hinhaben. Mal schauen, ob das irgendjemand nochmal macht im Laufe der Monate. Schauen wir mal. Bis dahin bleibt es erstmal so. Und wie gesagt, die Wäsche ist aufgehängt. Ich hoffe, sie trocknet jetzt schnell. Das geht eigentlich immer ruckzuck hier. Wetter ist weiterhin wirklich alles andere als schön, aber es regnet nicht mehr. Insofern geht es gleich ein bisschen mit Mali raus. Miley bettelt. Wie immer. Ihr kennt sie ja. Ich wollte gerade meinen Stinkekäse aus dem Kühlschrank holen. Das weiß sie natürlich ganz genau. Und dachte sich, da bettel ich doch lieber vorher schon mal. Miley. Mein richtig gesundes Frühstück. Nee. Ja, den Stinkekäse, den gibt es hier tatsächlich bei mir auf dem Dorf nicht. Denn wir haben nur Penny und Penny hat keinen Stinkekäse.
Richtig schlimm finde ich das. Und der Frischkäse von Penny schmeckt mir auch nicht besonders gut. Aber ja, es geht. Auf jeden Fall besser als der in der Türkei. Also ich habe tatsächlich noch keinen guten Frischkäse in der Türkei gefunden, der mir gut schmeckt. Ja, aber ich freue mich jetzt drauf. Ist zwar ungesund, aber muss auch mal sein. Ich habe gestern auch richtig viel Kuchen gegessen. Also eigentlich sollte ich ein bisschen gesünder heute. Ich habe tatsächlich auch Schwarzbrot hier. Und zwar habe ich das hier gefunden. Ich weiß gar nicht, habe ich das von Penny oder von Edeka. Wir haben hier so einen Edeka-Laden, auch sowas in der Art jedenfalls. Nee, aber da habe ich jetzt keinen Hunger drauf. Insofern gibt es das jetzt zum Frühstück. Und Miley hofft auf ein Stück. Seht es mir bitte auch nach. Der Fußboden ist gestern nicht gewischt worden. Normalerweise mache ich das ja immer. Aber da ich Miley eben gefilmt habe, dachte ich mir, oh, ihr seht da bestimmt jetzt die eine oder andere. Ich habe hier auch noch so eine Kerze liegen. Die habe ich, glaube ich, eben auch mitgefilmt. Die Boss-Mama hatte Geburtstag, wollte ich eigentlich nicht sagen. Aber ja, genau, deswegen waren die Kiddies auch alle hier. Zumindest wollte ich erwähnt haben, dass der Fußboden nicht ganz so fresh ist, nicht gewischt wurde gestern, weil ich hatte echt keinen Bock gestern. Muss ich aber heute auf jeden Fall machen. Mache ich aber erst, wenn wir alle durch sind hier mit Frühstücken und allem. Es ist inzwischen Nachmittag und ich habe mich ein bisschen hingelegt. Die Kopfschmerzen sind besser geworden, aber leider noch nicht weg. So, meine Tochter und ich haben Tiramisu gemacht und aufgegessen. Nee, Quatsch. Wir haben es gestern gemacht, beziehungsweise wurde gemacht von meiner Tochter und meiner Schwiegertochter. Ist es alle ratzefatze leer gestern und eben haben wir noch den letzten Rest gegessen. Genau. Und dann habe ich da einen Kaffee getrunken. Wir haben eine Maggi-Mac-Chorbasse gemacht. Das ist diese rote Linsensuppe. Und einfach nur Nudeln mit Tomatensauce. Da hatten wir beide Bock drauf. Deswegen, das gab es zum Abendbrot. Und jetzt ist es ungefähr 7 Uhr. Wir haben noch Wäsche gewaschen. Ich habe noch eine Ladung gewaschen. Wir haben draußen gesessen in der Sonne, ein bisschen Vitamin D getankt. Und jetzt gucken wir Fernsehen. Der Tag geht für uns zu Ende. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was arbeiten, auch noch ein bisschen was für YouTube machen. Ja, das hat alles nicht ganz so geklappt. Aber ich kann euch ja noch mal meine Rosen zeigen. Die habe ich gestern alle bekommen, beziehungsweise eine meiner Rosen zum Geburtstag. Und ja, nun geht der Tag seinem Ende entgegen. Es wird auch nichts mehr passieren. Meine Kopfschmerzen haben sich zum Glück gelegt. Sie sind nicht ganz weg, aber fast. Und ich wünsche euch jetzt einen richtig schönen Abend. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Bis morgen!